Nee, Terbaschchen mit Pokémon, mit Würmer und Zombies, irgendwelche, ja, Kristallwesen, genau. Jo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Let's Play. Jo, wir sind hier eben, der Bastion. Das wird wahrscheinlich sehr easy sein. Wir könnten irgendwo runterfahren, klar. Nicht hier, nö. Aber, jo. Ich denke aber, die Pokémon werden uns auch angreifen und so. Ja, wir sind im letzten Part ja in der Nähe gewesen und ich habe gesagt, ich gehe noch hier hin. Jetzt bin ich. Ich habe ja auch das Achievement noch bekommen, genau. Betritt eine Bastion-Ruine. Bastionsruine auf ganz Deutsch, richtig. Nicht Englisch reden. Und hier oben habe ich irgendwo noch eine Kiste gefunden, gesehen. Vom Start aus. Jo. Bin übrigens da oben gekommen, oder? Business Deck hier, schön. Und auch die coolen Blöcke, die so cool aussehen. Wirklich schön. Wow. Na, dann gucken wir mal. Auch so Schwarzstein-Münzamulett. Okay. Für Trainer scheinbar zum Geld bekommen. Ja, das Hellenläufer nehmen wir mit. Glück 2. Ein Eisenblock, ein Knochen und mehrere Knochenblöcke. Gut. Jo, ich möchte natürlich da gerne ein paar Sachen mitnehmen können. Ich dachte schon irgendwie spezielles Goldbot, aber nein. So. Nochmals ein Münzamulett. Dann eine Beine der Obsidian. Sehr wichtig für mich irgendwie. Auch gut aus. Ja, Pfeile nehmen wir auch mit. So, Reparaturkodex. Wow, jetzt bin ich sehr. Lol, das sind alle Kisten irgendwie hier oben. Fokusband, okay. Ja, wer es braucht. Ja, man sieht's, wir haben wieder zu viel. Wir machen da mal einen Wegpunkt. Bastion 1. Ist mühsam, aber gut. Das liegt einfach an diesen Mods, die so viele Items anfügen. Kann auch so Items mega in den Loot werfen. Naja, müssen wir halt kurz nochmal ausladen. Dafür haben wir ja die extra Kisten gemacht. Einfach zum Rausladen und dann mache ich das nicht in den Folgen. Gut. Ja, ich habe nochmals eben die Pokémon Spores höher gemacht, dass wir einfach da die Übersicht haben. Und es gab ja auch noch einen Kommentar über die Map. Man kann da die Dots zu Ding machen, Symbol, also. Große Symbole. Genau. Und das habe ich eigentlich gemacht. Sieht man das jetzt auf der Minimap? Oder muss ich nochmal sagen? Ja, sehen jetzt Dinge. Aber man erkennt es halt nicht gut. Und ich habe das einfach nicht gemacht, weil ich dachte, es wäre nicht so nützlich. Also man kann irgendwie zoomen, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie, welche Taste man zum Zoomen hat. Steuerung. Und dann irgendwo schon eine Map. Das hat man Pixelmon hier. Komma und hoch. Wahrscheinlich dieses, ja. Okay, man sieht die Symbole einfach viel zu schlecht. Also ja, wenn man sich konzentriert auf der großen Map, ist es aber immer noch diese Dots. Da müssen wir Fullscreen Map. Dann machen wir einfach die Scale noch größer. Ich denke, so reicht. Und hier Icons. Und hier oben einfach auch noch die Symbole größer. So, das war das eigentlich ziemlich gut. Ja, jetzt sieht man es auch. Also haben wir irgendwas Spezielles, ein spezielles Pokémon? Nö. Gut, dass wir das noch ziemlich einfach machen konnten.
Genau. Also wir gehen wieder rein, damit wir wieder Platz haben. Ja. Also das begrenzte Inventar in Minecraft nervt mich schon eh. Ich weiß nicht, wieso Mods auch nicht mehr ein größeres, also Beutel oder so machen, die man automatisch dann dort hat und auffüllen, oder? Man muss ständig irgendwie teleportieren. Aber gut. Kann man halt nichts machen. Oh, Ketten. Fluch des Verschwindens, Goldhack. Diamantspitzhacke. Ja. So. Treppen sind irgendwie hier nicht richtig. Kommt man an, kann man nicht irgendeinen Block kurz verwenden? Nein, nicht da oben. Hallo, Spiel. Wenn ich da unten klicke, dann will ich den Block da unten. Sind immer diese großen Risse, also wo tief runtergehen. Nicht gerade so entspannt. Okay, hier ist nichts. Na ja, komm. Auch sowieso Kisten. Dann haben wir hier unten noch etwas gesehen. Also hier nicht. Das ist ungefähr hier. Da oben ist aber auch nichts, oder? Was ist dieser Raum hier? Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt, wo ich hin soll. Ich möchte einfach noch etwas finden. Ja, gut. Da gibt es nicht so viele Sachen. Sollen wir uns runterbuddeln? Sonst finden wir die Sachen nie. Okay, das ist für gar nichts gewesen. Dann lieber hier rein wieder. So. Oh, auf unleidlich Teil von der Villa freue ich mich am meisten. Ich weiß nicht, wann ich das machen soll, wenn ich natürlich einfach Pokémon habe. Also konzentrieren wir uns momentan für Käfer-Pokémon ein bisschen. Und sobald ich irgendwie einen Sichlor oder Skaraborn sehe oder so und fange, können wir dann mal. Wieso sind schwarze Blöcke so seltsam gleich wie Schatten? Das war jetzt dullihaft von mir. Das war ein Fehler von mir. Ich habe nicht immer nach unten geschaut, richtig. Hab's einfach nicht gesehen. Das war so richtig. Ich hab's nicht gesehen. Ja, wieso denn nicht? Ja, weil man halt einfach nicht erwartet, dass man runterfällt. Und dann so tief, oder? Das ist so frech. Eieiei. Minecraft kann manchmal schon sehr nervig sein. So. Also den kann man ja wegmachen. Ja, da muss man halt ein bisschen vorsichtiger sein. Aber gut, eben deshalb haben wir ja auch uns abgesichert. Wir brauchen jetzt hier nicht getrollt werden vom Spiel, sondern Spaß haben am Spiel. Und es ist ja auch kein, jo, Hardcore irgendwie Let's Play. Sondern schön locker, gemütlich, ohne Aufreger. So. Auch nichts mehr. Also irgendwie ist diese. Es ist nur oben. Nur oben sind eigentlich Sachen und hier. Ganz komische Bastion. So. Also gehen wir noch ein bisschen hier erkunden. Gibt sicher noch Sachen. Okay, wir sind ganz rechts jetzt. Ja. Kann ich hier runter noch gehen? Ne? Ich frage mich, ob irgendwie hier drüben etwas ist.
Nein, nein, wir müssen ja hier rein. Hier ist nichts mehr. Der Kiesling. Der kleine Kies von nebendran. Habt ihr auch irgendwo in der Region so einen Ort, wo es sehr viel Kies gibt? Bei uns ist es bei einer Mündung von einem Fluss namens Ergoz. Unglaublich viel Kies liegt da drum. Große Kiesbrocken auch. Oh, das mag ich nicht, wenn jemand stuckt. Wenn ein Pokémon irgendwo in einem Stein drin stuckt und Schaden bekommt. Das mag ich gar nicht. Behutsamkeit, Goldaxt. Krass. Fühlen wir uns wieder wertvoll. Oh, so Mauern mitnehmen. Genau. Glowstone brauche ich ja nicht. Ich weiß nicht, ob ein Hase so hierhin passt. Ja, wie ich einfach so durch diese Säule gehe und alles oben mit runterkrachen könnte, ohne Minecraft. Also, ja. Ja, toll. Hey, ich dachte, Bastions wären so mit Räumen, Goldräumen und so. Nö, nirgendwo Gold. Oh, meine Güte. Eieieiei. Da, Gold. Ich habe ihn gefunden, den Goldraum. Wieso ist dort so sind? So, ein paar Sachen haben wir auch mitgenommen. Gut. Jetzt könnte ich eigentlich mich hier irgendwo. Irgendwo hoch begeben, wo da dieses, genau da war das Biom. Glaube ich, das war das, ja. Das ist nur sehr klein. Wir gehen irgendwo in eine andere Richtung. Ich will sowieso noch hier mich. Dort ist wahrscheinlich noch eins. Also müssen wir uns wahrscheinlich hier irgendwo durchbuddeln. Ja, gut, ich kann ja auch beim Netherite mich durchbuddeln, stimmt. Aber ich brauche ja eher die Blöcke. Ah, und deshalb haben wir noch etwas. Und hier sind wir runtergefahren, oder was? Irgendwo hier. Gut, dass wir den Raum noch entdeckt haben. Ja, hat sich schon ein bisschen gelohnt. Durch einen Tod. Nein, eigentlich nicht durch den Tod, weil wir einfach hier reingebuddelt sind. Also jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich bin weiter oben runtergefahren. Hä, wie bin ich denn hier? Ist das noch tiefer unten? Kann schon sein. Aber dafür haben wir einen guten Ausgang gefunden. Sehr schön. Der Pilz dort. Gehen wir lieber hier hoch irgendwie. So, kommen wir eigentlich weiter. Hört auf, immer irgendwo reinzustecken. Es macht meinen Ohren weh. Jo. Okay, Knochenblöcke, aber die habe ich ja jetzt eigentlich gesammelt. Ja, sind einfach nicht viele. Drei Stück hier. Ja, Knochenblöcke sind schon cool. Es gibt aber keinen Knochentyp. Gott, heute habe ich irgendetwas mit unerwartetem, ja, runterfahren fast.
Schön. Wie sie töten. Eigentlich eher wie, weiß nicht, Flops als an Knochen. Da fällt man auch runter. Ach, da. Und ich habe wieder Leben verloren. Ja, Flucht des Verschwindens ist ja eben sehr gut. So. Also Seelenerde brauche ich. So, Sand brauche ich noch ein bisschen. Wenn ich hier noch ein bisschen so Sand mit. So. Dann haben wir hier, wo sind die Pokémon jetzt hin? Magma, Makago, glaube ich irgendwie. Irgendwie so etwas. Komme jetzt nicht gut rüber. Aber. Also. Hier können wir ja wissen. Ja, in die Richtung. Oh, genau. Wie heißt du, Dummiesel? Genau. Ich weiß nicht, ob ich das fangen soll. Nö. Und eins heißt doch Dummi-Miesel. Der nochmals einen Körper dazu bekommt. Okay, da unten hören wir einen Baum. Sind aber immer so klein. Ich habe jetzt drei oder vier von denen gefunden, von den Wirrwäldern. Aber immer zu klein. Hey, irgendwie sind so viele Pokémon zu sehen, aber die sind einfach nicht sichtbar. Weil sie irgendwo unten sind. Ja, das Gebiet ist jetzt hier nicht so toll. Ich sehe jetzt nichts, was eigentlich uns nützen könnte. Da hinter uns, aber das Seelenfeuer. Also in die Richtung ist gar nichts. Wie hoch sind diese Schneckmax? Okay. Hyperzahn. Boah. Ist ja mega stark. Level 16, okay. Und Duster, du bist doch ein Pokémon, das ich irgendwie haben möchte. Jo, also Schneckmark ist wirklich toll. Hätte ich fangen können, wenn es nicht so stark gewesen wäre, der Hyperzahn. Was ist nicht der? Nein, der Superzahn ist der, der 40 Schaden macht. Immer. Ja. Trotzdem. Level 17. Ich möchte eins fangen. Permapod. Boah, so ein Lochenwurm. Hässlich. Okay, es geht doch wieder weiter hier, immer noch. Heißt das die Bastion hier? Es ist eine zweite Bastion hier. Habe ich doch nicht auf der Map gesehen vorher. Ja, wir müssen hier runter. So, einfach kurz rüber stecken.
Was benutze ich am liebsten jetzt? Normale Basalt zuerst einmal. Haben wir noch mehr hier? Einfach Schwarzstein, hä? Gut. Also mal rüberkommen. Was bist denn du dort? Ist eine Schildkröte. Komische Schildkröte. Aber es ist kein Ding gekommen. Nein, es ist kein Legendary. Sieht aber schon geil aus, irgendwie. Es wäre ein besseres Turtok. Mit Feuer wahrscheinlich. Weißbieten. Sehr langsames Fastbitchen. Genau kenne ich es nicht mehr, wie man es genau macht. Jo, gehen wir zuerst hoch. Gell? Nein, ich will hoch, nicht runter. Also, was ist oben? Ist irgendwas oben überhaupt? Boah, nein. Ist wirklich nichts oben? Da drüben ist doch etwas. Das Lava. Ja gut, dann gehen wir halt runter. Es ist eine kleine Ruine und es gibt nichts. Typisch Spiel. Dort drüben ist hundertprozentig etwas. Also dort ist mal eine Kiste. Und immer diese kleinen. Was haben die Entwickler da geraucht? Diese kleinen Klippen. Ein Schützer, ein Rizos, der dieses Item trägt, entwickelt sich bei der Tasche zu Rihornio weiter. Dabei wird das Item gebraucht. Okay. Ja, so viele Sachen können wir nicht mitnehmen. Sind hier jetzt wieder die Pokémon hin? Seelenlöffel 3. Ja, einfach die Sachen in den Rucksack auch noch stecken. Zuerst mal rein. Zuerst mal aus der Kiste tun. Okay. Denke, die anderen sollen wir auch nicht haben. Ich habe doch Ketten, ja. Nehme ich die Ketten mal raus. So. Die Ketten noch. Alles da und drauf. Nemesis, ja. Okay. Und hier haben wir nichts. Ehrlich? Okay. Also nette Bestien sind nicht gerade so spannend, nicht so, ja, erwartungsvoll cool. Ist eher nervig, habe ich so das Gefühl. Aber gut. Naja, man kann nicht alles haben. Sind sie halt langweilig. Aber ihr wisst ja schon, was die Minecraft-Entwickler so für Qualität einbauen. Minderwertige, langsame Qualität. Nein, eben nicht Qualität, Quantität mehr machen sie nicht. Das ist ein bisschen schade. Deshalb sind die Mods aber auch so gut, oder? Die bringen ebenhin noch Sachen. Okay, also ist wirklich hier nichts mehr. Und noch den Teil hier einfach.
Schade, dass so kleine Abschnitte einfach nichts beinhalten. Weil kleine sollten eigentlich mehr beinhalten oder so, die ja schwer zu finden sind und wo man nicht so erwartet, dass dort zu viele Sachen drin sind. Aber was ist schon zu erwarten, oder? Es ist halt einfach ziemlich random, also random. Es ist einfach so, wie es ist. Wenig random. Okay, gut. Dann Bastion 2. Nochmals halt kurz ausladen. Okay, der Part ist aber auch schon 25 Minuten lang. Ja, so viel ist eben nicht so passiert mit Pokémon, mit Pixelmon. Aber gut. Das gibt's halt manchmal. So, sehen wir auf der Map nochmal Spezielles. Auf der großen Map. Da haben wir wieder eines der Starter-Pokémon. Den Seehund. Ist der noch da? Ich möchte den Seehund eigentlich jetzt haben. Den habe ich jetzt ein paar Mal schon gefunden. Und habe mir gedacht, ich muss ihn jetzt fangen, ich muss ihn jetzt fangen. Aber der ist, glaube ich, weg jetzt. Hä? Wieso despawnen Pokémon dann so schnell denn wieder? Da ist er, ein ganz kleiner. Wer hat ihn so klein gemacht? Ah, das ist der, der in der dritten Evolution so eine ganz geile, ja, Zirkus und ein Ballerina ist dann oder so. Ist aber ein Herr, ja gut. Ich glaube, das ist auch nicht so eine gute Idee. Flottbällchen war am Anfang gut genug. Oder doch? Nee. Okay. Nein, nicht aquatisieren. Oh, krass. Ich habe keine. Ich muss Pudox trainieren, jetzt. Das müssen wir jetzt zusammen trainieren. Endlich. Dieser Rabauke, die. Ja. Gut, jetzt haben wir wieder einen Starter. Ich glaube, Starter sind wirklich schwer zu fangen als normale Pokémon. Also ich muss Pudox trainieren. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Einfach mal kurz schauen, ob es ein Safcon oder so gibt. Direkt zu sehen ist jetzt momentan keins. Schade. Es ist wieder. Hey, ich habe das so hoch gemacht, das Multiplayer, und es ist wieder kein Pokémon zu sehen. Manchmal denkt sich einfach, glaube ich, Minecraft, ich lade jetzt momentan gar nichts. So, sagen wir, weil wir jetzt ein bisschen gerannt sind, so. Naja, Sesokids vielleicht. Level 28. Boah, krass. Genau, der Baum ist jetzt nicht besser geworden, oder? Doch, er hat einen achten. Okay, er wächst immer noch weiter. Also müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Also kommt Pokémon, kommt alle. Was ist das für ein Pokémon dort? Ich schau mir das mal an, das gelbe Pokémon da. Ist das ein Abra? Abra. Sollte irgendwo hier sein. Ja, es ist ein Abra. Okay. Ist doch ein bisschen weiter weg, als man gedacht hätte, dass es angezeigt wird. Also gut, wir machen das im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüssikowski.